Das ist der Saliva Apex Vol 32. Der Rücken knallt. Die Farbe ist mal extrem auffällig. Der hat das Saliva typische Belüftungssystem mit diesen Kanälen, wo Saliva verspricht, dass der Rücken schön kühl bleibt. Wir müssen sagen, wir haben beim Tragen keinen signifikanten Unterschied zu anderen Rückensystemen feststellen können. Beim Tragekomfort war es bei uns so, dass die relativ steife Rückenplatte bei einigen doch oben auf den Schulterblättern leicht gedrückt hat. Der lag nicht schön an und war gut gepolstert. Die sehr flexiblen Hüftflossen übertragen das Gewicht, was in so einem Rucksack drin ist, zuverlässig und lassen sich auch gut und leicht abnehmen. Das Rolltop des Apex Vol ist so ein bisschen Geschmackssache. Es ist kein langes Rolltop, das heißt, wenn man ihn aufmacht, schaut man nicht in ein tiefes Loch wie bei anderen Modellen, sondern man kommt gleich an den Inhalt. In den allermeisten Fällen wird man es wohl so machen, dass man ihn gar nicht richtig zumacht da oben, sondern nur hier schließt. Dieser Magnetverschluss hier hinten ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man einmal raus hat, wie er funktioniert, geht das sehr schnell und gut.